Nächstes Spiel. Chandra gegen Teferi. Hoch. Ja. 5. Come on, come on, come on. Bitte, bitte, bitte. Der Herr der Karten beginnt. Ja. Habe ich eine Chance? Lauter Tempo-Dex. Lauter Tempo-Dex. Ja, behalte ich. Puh. Puh. Puh, du sagst es. Alter, ich werde es auf die Goschen kriegen. Ja, ich keep's trotzdem. Ja, auf Go. Geht's. Servus. Go. Nix, Schierches ausspielen. Ist gut. Weiter geht's. Noch cool. Eine Dame. Mir ist nie aufgefallen, dass es eine Dame ist, bis du es gesagt hast. Muss ich ehrlich gestehen. Zwei auf dich, triggert der Kollege. Jawohl. Plus 2 plus 3 Doppelschlag, Angriff. Plus 2 und 0 und Doppelschlag. Plus 1 plus 0 ja, und genau. Doppelschlag. Also 2, 3 Doppelstrike. Double Strike. 3 Double Strike. Vier Schaden, dann vier Schaden, so ist es. Ja, ich weiß ja, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Ich glaube, ich würde sie, glaube ich, nehmen wie ein Mann und dann werde ich es urbereuen. Als eine Alternative, dass ich eine von diesen Kreaturen wegstelle. Double Strike, da machst du killst einen. Kannst nicht die alte Dame opfern? Naja, kann schon, gell? So ist nicht. Puh, es ist alles nicht so einfach, dieses Magic. Jetzt war ich kurz abwesend, weil wir noch im Block sind. Ja, wir sind noch im Block, es tut mir leid, das ist leider nicht so. Nicht die Zeit davor stellen. Dann kann ich das spielen, das ist vielleicht sogar besser in dem Fall. Ich schlaf Eidere. Ja, ich passt schon. Ich mach mal Hellsicht 1. Ist mir jetzt leider nicht gut genug. 2, 3. Ja, dann stirbt einer von dir und der Kollege auch. Ja. Weiter geht's. Das weg. Was macht das? Immer wenn ich die zweite Karte in den Zug ziehe, dann equipt, ansonsten ist es eine 1-2. Macht es plus 2 für 3 equip. Aha, das equipt automatisch. Wenn ich Kato habe, ja. Ah, ist cool. Gefällt mir. Mhm. Finde ich auch ganz okay. Wie ist denn das jetzt? Wenn ich nur Kato hätte, ne? Nicht so aufregend eigentlich. Wobei der hat jetzt getriggert, ne? Das hat, der ist jetzt ja, der ist 2-3. 2-3. Angriff. Ich möchte nicht blocken. Passt, dann kriegst du 2 Damage. Und du darfst looten. Ich loote. Jetzt ziehst du die zweite Karte, jetzt kannst du es theoretisch. Genau, jetzt ist es equipped. An eine Kreatur deiner Wahl passt. Dann werfe ich das Land ab. Dann spiele ich den Fisch. Dann bist du. Der Fisch ist schon irgendwie leibend, oder? Ich weiß nicht. Er ist halt so eine Mischung aus Volltrottel, weil er halt 3-1 nur ist.
Wenn du halt wirklich konstant den Kater hast, ist es schon leibend, aber wenn du es nicht hast, ist es halt schon eher so der zweitbeste. Schieß eins auf dich. Angriff. Das sagt mir, du hast einen Spell, wie du den tappen kannst. Das finde ich jetzt irgendwie stark Naja. telegrafiert. Aber was, man muss halt schon auch Damage durchforcen. Ja, ich block sie nicht. Passt. Passiert noch was oder nehme ich auf 14? Nein, du gehst auf 14. Passt. Wetter. Bitte. Ach so. Ich glaube, da passiert noch was. Ich dachte, da passiert vielleicht noch was. Angriff? Damage durchforsten, hat er gesagt. Würde ich dich für 5 gern hauen. Der fliegt nicht, gell? Normalerweise fliegt er nicht. Dann möchte ich gern sicherer Stoß casten. Dann triggert der. Enttappt der. Dann wäre das mein Ah, Target. warte. Wie ist denn das? Beim Cast enttappt er. Im Casten tappt er. Okay. Dann wäre plus 3 plus 0 und Erstschlag. Ja, bevor das resolved, würde ich ihn gerne zurück auf deine Hand geben. Dann triggert er. Dann muss ich noch ein Damage schießen. Ja, passt. So. Das auf deine Hand. Achso, ja. Dann nimmst du 3 und 3 Schaden, Das sind 6. 6. Und der triggert. Zieh ich. Discard ich. Das schaut nicht so schlecht aus gerade, hä? Und puh, ist jetzt echt die Frage, ob wir jetzt einfach Go sagen, gell? Du hast 4 Handkarten, ja, Go. Angriff. Keine Blocks, offensichtlich. Plus 3 plus 2. Ja. Und Verdopplung. 12 Damage, oder wie? Ja. Ja, so ist es halt. Na Gott, der Zigeuner. Go. Ist ein Scherz, oder? Ja, das ist wirklich ein Scherz. Aber wenn ich es jetzt gewinnen würde, dann hätte man zumindest einmal das. Der am Play ist, nicht gewinnt. Ziehe ich eine Karte. Wenn der beizespuckende Gremlin deine Winning Option ist, tappst du ihn? Ja. Schlecht. Ja, was soll ich machen? Na eh, muss den machen. Es ist halt alles ziemlich erbärmlich eigentlich. Ja, jetzt will ich nicht angreifen in dem Zug. Warum? Nein, Removal Spell und weg ist. Ja, aber was soll ich? Dir mehr Zeit geben, damit du ein besseres Board aufbaust? Ich meine, das ist hat auch keinen Witz, oder? Der ist jetzt 4. Ne? Der ist jetzt. Und Meine er fliegt. Die Frage ist halt, ob ich den daheim lassen soll, weil der Deck Schock hat. Und der kann geschockt werden, der nicht. Wahrscheinlich sollte ich den mit dem einfach angreifen und der 3 Damage machen. Und hoffen, dass du halt keinen Schock ziehst. Ich wollte den Nein, enttappen. der enttappt nicht. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot! Wer ist nicht? Aber ich kann den halt nicht drüber Das angreifen. ist richtig. Go. Ich wollte halt mit dem Goblin gewinnen. Ja, du hast. Gremlin. Bist eh schon viel zu gut dabei. Ich bin auf klinisch tot, ja. Wer kommt jetzt? Kein Block. Bist auf 6. Nehme ich mal ob zurück auf die Hand, oder? Warte mal. Dann kann der fliegen.
Was macht denn der? Puh, nehme ich mal ob, dann nehme ich mal den Bounce. Du könntest den bouncen, wäre eine gute Idee. Nein, das ist keine so gute Idee. Nein, ich nehme, glaube ich, einfach das Opt. Bist du? Meine ich, der Bounce wäre nicht so schlecht, weil dann kann ich den bouncen. Bruder. Nein! Ich hätte doch den Bounce nehmen der sollen. Der beste Mann kommt. Doch go. Den Bounce nehmen sollen, verdammt. Ich könnte schon tot sein. Oder auch nicht. Na, hast du noch sowas? Nein, besser. Hör auf. Viel besser. Nicht. Ich brauche halt nur einen Schock, dass ich dich abschieße. Angriff. Block. Wir sind beide tot. Nein, du legst ihn oben drauf, gell? Ja. Go. Servus. Ja. Ja, da musst du dasselbe, kannst du dasselbe machen. Ja, go. Triggern beide Kollegen. Nein, nein. Triggern beide nicht. Aber ich hätte. Achso, nein, nein, das kann ich. Ich hätte den vorher spielen sollen, damit der triggert, aber es, wenn ich kein Out jetzt auf den finde, bin ich ja gestorben. Ja. Aber du musst den schon zahlen, oder? Jetzt triggern die zwei. Gewinnt er? Komm, sag mir, er gewinnt. Sag mir, dass er gewinnt. Der ist 4 und der ist 5. Viel Spaß. Wer? Der ist 5? Ja, der ist. Einen Blödsinn 2, der ist 3 und der ist 4. Dann blocke ich den 4er. Nicht, natürlich nicht mit meinem Goblin, sondern mit dem. Du bist zu langweilig. Damage? Ja, passt Damage. Du bist nicht tot, du bist 4. Ich bin 3-2. Achso, ja. Trigger? Nein. Nein, hast du es gefunden? Nein, das ist besser. Muss ich den dann abwerfen? Nein. Bup. Jetzt hör auf. Zieh eine Karte. Das letzte. Ich krieg Schaden auch. 3 Schaden. Ja, 3 Schaden. Weiter? Ja, ich. Nein, ja! Ich hab's nicht. Ich hab nichts. Okay. Geh weg. Das letzte. Unglaublich, dass ich das noch gewinne. Urlustiges Spiel. Der Desperate Spiel. Search auf irgendein Out. Urlustiges Spiel. Ja, das Blaue Deck ist einfach geil. Ich hab's dir gleich gesagt, das taugt mir ur. Aber der Gremlin war einfach besser. Der Gremlin, ja, das ist 12 von 13 auf 1. Ja, ja, das war auch nicht schlecht. Ja, das Rote hat dieses Kombo-Potenzial. Ich hab das im Unboxing gesagt, das kann... Turn 3, was habe ich ausgerechnet, irgendwie so 18 Damage machen, also irgendwie so eine verrückte Zahl, ja. So, Blau gegen Grün, gell? Im nächsten Video dann, bis gleich. Aber die Decks spielen sich alle ganz cool eigentlich. Ja. Ich finde, keines fühlt sich overpowered an. Nein.